Es ist Dienstag, der 25. Mai. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag mit Psalm 105. Es ist Vers 40 bis 42. Der Herr sättigte sie mit Himmelsbrot. Er öffnete den Felsen, da flossen Wasser heraus. Das Bäche liefen in der dürren Wüste, denn er gedachte an sein heiliges Wort. Heute gehen wir miteinander einer Frage nach, die ihr euch noch nie gestellt habt. Ich wage es zu behaupten, nämlich, hat Gott ein Hobby? Im Hintergrund, hier sehen wir Schrebergarten und Kompanie. Leute, die etwas ein bisschen machen zum Ausgleich vom Alltag. Vielleicht auch ein bisschen eintöniger Alltagsarbeit ist herrlich, wenn man nachher mal an einem freien Tag oder an einem Samstag oder am Feierabend oder vielleicht eben schon, bevor man an die Arbeit geht, rasch den Kehr machen kann. Schrebergarten vorbeigehen, schauen, wie Tomaten langsam rot werden oder eben auch Blumen schön sprießen und Bohnen aufklettern. All das erfüllt ein Hobbyherz mit viel Freude und Genugtuung. Hat Gott ein Hobby? Wir sagen ja. Ja, Gott hat auch ein Hobby. Wir werden jetzt schauen, was das ist. Welches das Hobby von unserem Gott ist, kann man am besten feststellen, wenn man zwei aufeinander folgende Psalmen vergleicht. Psalm 104. Und Psalm 105, wo wir vorhin gerade daraus haben, einen Vers zitiert oder zwei. Im Psalm 104 wird die normale Wasserversorgung geschildert. Die Wolken kommen daher, es kommt regnen, das Regenwasser fließt die Berge durch ab, es tränkt dann alle Weiden, es sammelt sich nachher im Fluss im Tal unter und die Menschen können das dann nachher auch noch wieder brauchen und verteilen. Es kommt dann zu den Wasserhähnen aus, etc. etc. Die ganz normale Wasserversorgung. Und dann auf der anderen Seite Wüste, nur Campen. Plötzlich holt der Mose mit dem Stecken an den Stein und nachher kommt dort Wasser raus. Das Volk ist völlig begeistert, das kann doch gar nicht sein. Mit in der Wüste eine Wasserquelle, die für ein ganzes Volk zu speisen und zu tränken. Das sind die Wunder, die dann passieren. Und dann sehen wir den Unterschied. Das Zweite ist unser Gott sein Hobby. Es ist eine hochinteressante Gegenüberstellung. Psalm 104. Die normale Wasserversorgung, Psalm 105 die abnormale, die wunderbare Wasserversorgung, was nicht heisst, dass Psalm 104 nicht auch etwas Wunderbares beschreibt. Es ist nämlich immerhin ein Psalm, es ist ein Loblied auf das, was Gott tut, vielleicht ein bisschen auf dem alltäglichen Level oder in dieser Art und Weise, wie wir es eben kennen und nachvollziehen können, ist nicht weniger ein Wunder. Es ist sehr beachtenswert, aber das andere passiert eben zwischen ihnen auch. Für all die Leute, die vielleicht Gott vergessen haben. Oder dass man ihn dann auf lange Sicht raus auch nicht vergisst. Genau aus diesem Grund kommt Wasser aus einem Stein in der Wüste. Schauen wir die Auswirkung von Gottes Hobby jetzt ein bisschen von näher an. Ihr seht auf dem Bild einen grossen Fels, der gespalten ist, von oben bis unten. In dem Gebiet, das Rephidim heisst, wo der Mose durchgezogen ist und sie so furchtbar Durst hatte und er nachher mit dem Steck an den Fels geschlagen hat, der hat nachher Wasser gegeben. Mit anderen Worten, in dieser Wüste in Arabien, was ja heisst, dort ist der Sinai gelegen, in Arabien, es steht im Galaterbrief, dort hat man tatsächlich einen riesigen Fels gefunden und ihr seht jetzt hier auf einem weiteren Bild am Boden von diesem grossen Spalt Wasserspuren. Einerseits hat es auf Wasserspur von natürlicher Erosion. Andererseits sieht man, dass Leute dort einen Graben gezogen haben. Ein ganzes Grabensystem, wenn man es auf die Länge raus verfolgt. Das heisst, man hat das Wasser nachher verzweigt und hat überall Wasserstellen gemacht, sodass ein ganzes Volk davon hat gesättigt werden konnte. Und für das die Dimensionen von dem Ganzen sieht, es war nicht einfach nur so ein Steinchen am Weg oder so ein kleiner Findling, sondern es war ein Riesengebilde. Und dort ist tatsächlich aus dem Untergrund eine Quelle aufgebrochen. Ich tue die anfängliche Frage jetzt noch ein bisschen kehren und drehen und sage, ja, hat Gott ein Hobby, weil ihn die 6-Tage-Arbeit, die immer wieder ist, so ein bisschen langweilt. Das ist immer ein bisschen das Gleiche. Der Courant normal, wie man sagt. Ja, es wäre wahrscheinlich sehr langweilig, wenn es immer gleich wäre. Es würde zum Beispiel am gleichen Wochentag regnen, zur gleichen Zeit, etwa die gleiche Menge. Dann müsste ich sagen, ja, ich verstehe Gott gut, dass er nachher noch etwas anderes muss machen daneben, für das zu durchbrechen. Aber es ist ja eben genau nicht so, sondern auch der Cura normal ist nicht normal. Das Wetter selber ist häufig, muss man sagen, in einem Ausnahmezustand. Das erleben wir ja
fast von Jahr zu Jahr mehr. Das heisst, Gott braucht seine ganze Engelsheer und seine ganze Fantasie, für die Erde immer wieder auf eine neue Art zu bewässern und zu allen zu schauen. Da läuft immer sehr viel und nichts kann man voraussehen. Also kann es nicht das sein, was Gott bewegt, dass er hier und da nochmal etwas ganz Spezielles macht. Gottes Hobby ist also die Gesetze, die er aufgestellt hat und die er so wunderbar einhaltet und mannigfaltig und farbig, dass er die zwischen ihnen rechts überholt und nochmal etwas ganz anderes macht, das gar nicht geht nach Naturgesetz, sondern noch nach ganz anderen göttlichen Gesetzen. Und wenn wir uns jetzt langsam wieder ein bisschen wegbewegen von diesen Schrebergärten und das mitnehmen in unseren Alltag, Gott tut gerne auch nochmal ein Wunder, nebst diesen vielen normalen Wundern, dann müssen wir sagen, das ist vielleicht ein bisschen gleich wie bei der Liebe, das ist der Grund. Auch die Liebe, die ist im Alltag nicht etwas Selbstverständliches, nicht etwas, was aus sich selber und automatisch gut ist, sondern auch die hat ihre Würze mit im Alltag und trotzdem hat sie auch noch ihre besondere Stunde, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich wünsche euch einen gesegneten Tag.